willkommen bei Almost Playly. Bühne frei! Mit den vier Jungs. Lars! Hallo. Gustav. Aurel und Andreas. Hi. Wir spielen Bühne frei. Wisst ihr noch, wie es geht? Nein. 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 Okay. Ihr kriegt gleich eine Rangordnung. Hier, ich verteile gleich mal diese Zettel. Da stehen 1 bis 4. Das sind die Rangordnungen. Und dann gibt es eine Szene und ihr müsst euch unterordnen, ohne euch abzusprechen oder einordnen in den Rang. Und das, die Szene kann zum Beispiel sein, ich lese mal irgendwas vor. Was war das? Kirche, im Krankenhaus, im Hotel, sowas. Und ihr spielt es dann und ich muss erraten, welchen Rang ihr habt und wo die Szene spielt. Und das heißt, dafür ganz so kurz, viel Zeit kann man das Spiel gewinnen? Man kann das Spiel gewinnen. Man kann das Spiel nicht verlieren, sagen wir es so. Genau. Da musst du dich schon richtig dumm anstellen, wenn das Spiel verloren ist. Das heißt, wir zeigen uns die Karten aber nicht selbst, sondern müssen selber einschätzen, was unsere Rolle ist. Wie gewinnt man das Spiel? Das ist wichtig. Du musst einfach verdammt gut spielen. Die einzige Regel ist, wenn du sehr lustig. Eigentlich geht es mehr Punkten, aber wir machen ohne Punkte, weil es Blödsinn ist. Merkt ihr das? Okay. Los geht's. Es ist einfach nur, geht um Fun. Hier, zieh die Karte. Alles klar. Okay, und da sind die, warte. Andreas? Jetzt kommt die nächste. Höchste Zahl war der niedrigste Rang. Ja. Okay. Jetzt kannst du auch immer abschätzen, nachdem, wie das Bild aussieht. Weil Nummer 1 ist ein Riesenthron und Nummer 4 ist so eine Besenkammer, glaube ich. Okay. Alles klar. Ort Nummer C nehmen wir von der Karte. Wir nehmen immer C. Ja, ich muss es auch sehen. Was? Hey, was? C. C. Achso, das dritte. Wir machen die französische Variante. Okay. Ja. Warte. Okay. Alles klar. Und sehr gut. Ich habe richtig Bock auf euch. Also, aber wir dürfen schon aufstehen. Ja, 3, 2, 1, go! Tja. Sag mal. Ihr wisst schon, dass wir bald dicht machen müssen, oder? Warum? Wieso dicht? Ja, kein Cent kommt hier rein. Kein Cent. Und Einsatz! Einsatz? Haben wir dieselbe Karte gelesen? Hallo? Hm? Hä? Lars, was ist mit dir, Drecksack? Ja, willst du was fressen? Nee, passt, alles gut. Hab ich das Falsche gelesen? Ja, glaubt ihr, das ist kostenlos hier, die ganze Scheiße, oder was? Was glaubst du, wer deinen Arsch bezahlt? Hä? Da ist die Karte, glaube ich. Was glaubst du, wer deinen Arsch bezahlt? Wirklich nichts essen? Nee, alles okay. Alles klar, okay. Ich hab dich im Auge. Dann gibt's halt nächsten Monat nichts zu essen. Ganz klar. Hä? C! Ja, C, verdammte Scheiße! Was geht hier ab, Mann? Warum macht ihr das alles stopp? Das ist schwierig. Gar nichts. Ihr seid auf jeden Fall im Konzertsaal. Hey, richtig. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Hä? Oh Gott. Er ist der Dirigent. Ja. Du bist so der Manager-Typ, du bist ein Zuschauer und was du gemacht hast, weiß ich auch nicht. Was ist das? Ich glaube, ich habe als einziger die Location richtig gelesen, oder? Was hast du denn gemacht, Aurel? Das würde mich wirklich interessieren. Also mein Ding war... Du warst Dirigent. Ich war Dirigent. Was? Was? Warte mal. Wie kannst du denn da ein Dirigent sein, du Nuss? Ah, ja. Du bist echt... Boah, ich hab nur, jetzt weiß ich nur das Konzert sein, ich weiß gar nicht. Lala! Schau mal, okay. Du bist echt ein Idiot, ey. Wollen wir es kurz? Das ist ein C. Halt, wir müssen es auflösen, sonst versteht man also nicht, warum. Also, wir drei waren im Gefängnis. Ja. Und ich war im Orchester. Er war der Dirigent im Gefängnis. Ich dachte tatsächlich, dass D'Artagnan die anderen Musketiere befreien will aus dem Gefängnis. Nein, ich war im Orchester. Schöne Storyline, guter Plot. Hätte ich gerne weitergesehen, aber. Oh Mann, die Sendung hat gerade erst angefangen. Ich hab mich auch nur nach Aurel orientiert, weil dann die ziemlich da war. Ja, im Orchester, Punkt für Gunnar, weiter geht's. Ja, aber was war die Reihenfolge? Ja, du warst Nummer 4, weil du der Knast-Typ warst, wahrscheinlich. Weil die Karte. Du warst Nummer 1 dann? Nur zwei. Das ist eine Extra-Regel. Ich habe so Buchhalter eher gemacht, unterhalb des CEOs. Buchhalter, der reinkommt. Du hast gesagt, der Knast, wir müssen hier bald dicht machen. Ja, Knast. Ja, das hat sie auch. Gefängnisse, die brauchen auch Kohle. Ja, aber das ist so dein Hauptanliegen, Leute, wir müssen das Ding zumachen. Wo sollen die Leute denn hin? Ja, ein anderes Gefängnis. Die sind doch schon zu. Verbrechen, was wollen wir machen? Verbrechen wird uns zu teuer. Nein, lassen wir sie frei, Mann. Wir können uns Gerechtigkeit nicht mehr leisten. Ja, da gab es noch nie, dass ein Gefängnis Okay, wir rotieren einmal. Also ich war übrigens eins. Aber macht ruhig weiter eure Kommentare. Ich war die Nummer 1 im Orchester. Ja, Nummer 2. Aber wir waren nicht im Orchester, okay. Alter. Ja, es hat so richtig. Dirigent wäre auch im Knast. Die okay. Habt ihr noch eure Karten? Nee. Boah, mir ist heiß. Also Nummer 1 hat noch seine Karte, Nummer 2. Ja, so eine Brams. Wir können ja jetzt. Hat schon mal was, ja. Hey, ihr beiden, wo sind eure Karten denn? Welche Karten? Die hat Lina darunter. Muss man die behalten, oder? Die 1, 2, 3, 4 Karten. Achso, die habe ich zurückgegeben. Ja, das war's bei Bühne frei. Wir haben leider 2 Karten. Hier ehemals. Aha. Ah, Lars Pausen. Ich mach den Ralf Gunasch heute. Wer hat denn Nummer 1? Wer war denn Nummer 1 von euch?
Oh, ich hab ja, auch kann er bloß ja, Lars ja. gewesen sein. Wie kann man die Karte einstellen? Ja, wir haben sie nicht zu verlieren, verdammte Scheiße. Nee, wer war denn eins? Ja, ich wärme die Karte schon. Na, der Dirigent. Okay. So. So. Okay. Ich liebe Theater. Da muss übrigens schon mehr kommen jetzt in Runde 2, ne? Ja, da muss ein bisschen mehr kommen. Okay. Mir steht gar keine Zahl. Achso, doch. So. C, ne? Karte zurückgeben. C. Aber C ist auch der, muss ich es erstmal merken, dass C der vierte Buchstabe im Alphabet ist. Nee, das war die... Hast du die Nummer nochmal getauscht? Kann man einmal tauschen, die Nummer? Nee. Nee, hier. Passt schau doch mal drauf, was wir da haben. So, hier, ich unterstreich's nochmal, ne? Boah, ey, was bin ich denn da? Das soll echt ein bisschen schnell machen. Nicht, dass du gleich wieder mit einer Flinte kommst. Okay. Okay, gibt's auf die Plätzis. Ach so. Fertig. Kann man auch Dinge sein? Ja. Ja, los. So, Leute, gleich der Einsatz, okay. Ne? Ich würde sagen... Okay, ich hol schon du mal den. Du fährst heute. Ich fahre, alles ist bereit an so. Also das ganze wirklich? Ist vor Ort. Ich hol den Schlauch. Also ich bleib hier, ne? Holst du den. Mach erstmal einen Wagen rein, ne? Noch nicht ausfahren, ne? Wir sind hier nee, noch. Ich fahr den rein. Noch, nee, genau, ich fahr den rein. Erstmal rein. Wir müssen auch gleich los, ne? Das ist nicht von alleine gemacht, die Sache, ne? Wir müssen echt uns beeilen. Mann, Mann, sonst geht alles in die Brüche. Ja, dann beeilen wir uns noch los. Auf geht's, Leute. Aber wir bleiben natürlich hier, ne? Ich bleib hier. Ich hab. So, dann setz dich mal in den Wagen rein, du. Ich hänge so halb dran hier. Ich Udo, mach so, mal hier dran. Und weh, ich höre, dass alles in die Brüche geht. Ne? Ihr beeilt euch, macht das schnell. Wir machen so, das, wir machen ich bleib das hier. Alles klar. So, du los bleibst geht's. Hier, du bist zu dumm dafür. Nee, ich will diesmal mit. Nein, du darfst doch nicht mit. Nächstes Mal vielleicht. Hier, wir fahren schon, Leute. Ich bin, so. Ich bin Feuer und Flamme für meinen Job, Leute. Wir müssen uns beeilen. Ja. Oh, da ist unser Ziel. Ich bin doch dabei. Oh, ich renn mal nein. rein. Ich renn mal rein. So. So. Und das schnell ist bei raus. Das ist ganz unangenehm. Stopp. Also die Zeit ist noch nicht vorbei. Ich habe keinen Bock mehr. Spaß ist wirklich vorbei. Das war ein kleiner Witz. Beruhigt euch wieder. Also, das war eine richtig offensichtlich sehr seltsam das Ganze, ehrlich gesagt. Soll ich euch ganz ehrlich mit ins Gesicht sein? Denn... Es ist irgendwie so Feuerwehr natürlich, irgendwie sowas. Feuerwehreinsatz, sag ich mal, ist der grobe Ort. Ich habe mich gewundert, warum man nicht sofort aufs Brennen kommt, sondern erstmal irgendwie den Schlauch einzurollen und so, aber okay. Weil es eine Story war, Leute. Und dann so total glücklich, wie so auf der Familie. Das muss sich ja aufbauen, so eine Story. Kurzzeitig war ich dann irgendwie auf dem Reisebus, weil ihr so glücklich gefahren seid. Wir waren ja auch... Man muss auch sagen, wir waren... Ich finde, es hatte auch was von Mad Max Fury Road. Ja, auf dem Feuer! Wir waren aber auch auf der Feuerwache und nicht beim Feuerwehreinsatz, deswegen mussten wir auch in der Wache anfangen. Ich muss fairerweise sagen, dass ich so am Auto dran hing, habe ich verwechselt mit den Müll. Männern tatsächlich. Ja, Müllmänner dann so halb aufsteigen. Mit dem Schlauch am Feuerwehr. Also zwischen Feuerkatastrophe und Schulbusausflug war da nicht viel zu unterscheiden. Aber das ist natürlich klar, dann auf Platz 1 ist Gunnar, ganz yes. klar. Auf Platz 2 ist schwierig, 2 und 3 sind immer die schwierigsten Plätze. Aber ich sag mal, na gut, Florentin ist der Fahrer gewesen, dann ist er, dann bist du 2, du 3 und du 4. Der Fahrer ist doch wohl mega hoch, nee, oder? Ich war 2. Ja. Fuck! Ich war 3 tatsächlich, ja. Aber zwischen 2 und 3 ist immer schwierig. Ist immer eng, der ne? Fahrer ist nicht hoch. Der Fahrer kann nicht löschen, deswegen muss er fahren. Ist das so? Der kann aber, fahren. Aber der Löscher... Ey, es geht immer nach okay, Zeit, gut. Da ist der Fahrer schon weiter richtig. Geht's. Wir rotieren wieder. Ne? Eure Karten bitte wieder ausstecken. Okay. Diese liegen da schon alle, tatsächlich. Ha. So. Es ist ein bisschen schwer, man muss gucken, dass sich alle durcheinander reden. Ne? Also es ist aber, ja. Weil es ist schwierig. Es ist man kann ja auch teilweise nur mit... Es ist immer viel Action. Das macht immer viel Spaß. Hey. Nicht gucken. Das so. Schwierig. Das ist schon irgendwas. Okay. Hier sind die Dinger, oder was? Mhm. Weiß nicht, ich fand euch alle mega sympathisch. Das kann ich euch schon mal vorher sagen. 10, ne? Wow. Okay. Was? Zweifelst du, dass ich und den Ort überhaupt kenne? Oder was? Hä? Zweifelst du, dass ich den Ort aber da hoffe ich jetzt, dass ihr denkt, okay. Dass ihr ganz klar seid. Okay, auf 3 drehe ich um. 1, 2, 3. Entschuldigung. So. Ja, herzlich willkommen. Ich habe hier dieses... Da sind Sie bei mir an der richtigen Stelle. Das freut mich. Ich habe hier dieses Ding gesehen und ich weiß nicht, ob das mit dem der richtig notiert ist, weil hier steht 3 Stück, aber... Kann das jetzt mal jemand hier heil machen? Was ist denn das? Ja, das... Was ist denn hier mit der Maschine los? Da helfe ich Ihnen gerne. Warten Sie mal, ich werde... Warte mal ganz kurz, ey. Lass mal Entschuldigung, ganz kurz. Können Sie ihm helfen? Kannst du bitte das mal im Heil machen? Können Sie das ich kümmere mich jetzt hier. Nee, du verstehst nicht ganz. Nein, du verstehst nicht. Nein, du verstehst nicht. Möchtest du noch weiter deinen scheiß Job machen, dann mach das nein, hier richtig. Nein, du verstehst falsch. So. Nein. Okay. Du gehst jetzt ihm helfen. Nein, du machst nicht so. Was ist das denn? Also, wenn du morgen deinen Job noch haben möchtest, dann machst du das. Okay. Was ist das denn? Okay, halt, ihr seid hoffentlich auf einer fucking Baustelle.
Du musst erstmal warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Dann muss man warten. Okay. So, Kollege, ich sag dir jetzt mal was. Du machst die Scheiße hier teil so, und ich kümmere mich um ihn. Mein Freund, das gibt einem, da muss ich jetzt leider Konsequenzen ergreifen. Was? Was? Du bist raus aus dem Geschäft. Bitte gehen Sie bitte. Was? Was? Das kannst du doch nicht jetzt nicht. Nein, du kannst nicht noch. Ja, Sie sind gefeuert. Oh, das tut mir jetzt sehr leid für Sie. Entschuldigung. Aus. Da gibt's jetzt auch keinen Morgen mehr. Ich hatte nur kurz die Frage mit den Schrauben. Fertig. Da habe ich ihn gefeuert. Okay, halt. Okay, das funktioniert so nicht, Leute. Saß ich da? Erstmal, ich saß da. Oder? Autorität erstmal feststellen. Jetzt müssen wir einiges okay, gefühlt waren es irgendwie 3 Einsen und eine 4 gerade. Ja. Deswegen dachte ich, es war eine Baustelle, weil nur ein Ding arbeitet und 3 stehen rum. Weil. Warte, ich bin sehr, sehr verwirrt. Also was soll das denn für eine Lücke? Er war doch eindeutig. Ich dachte, er wäre irgendwie so ein Presslufthammer oder so eine Scheiße gewesen. Ja, aber das war komisch. Das war auch komisch. Das war komisch. Aber gut, das ist keine Baustelle. Nee. Aber. Warum kommt denn dann sonst er hier? Also. Ja, weil du hast auf einer Baustelle gehabt, guckt euch da, wenn ihr vorbeifahrt, ihr seht immer nur ein Ding arbeiten und 3 Leute stehen rum und beratschlagen, wie es weitergeht. Deswegen dachte ich, es war recht nah dran. Baumarkt. Was war, ich war Kunde. Ich hatte Kunde, aber warst du die 1 oder was? Ich wollte nämlich auch Kunde machen. Und als auch Kunde bin ich König. Ja, Kunde ist König. Das ist genau. Ja. Ich wollte nämlich den Kunden spielen. Weil was ich warst du? Du hast die 1. Und ich habe dich Kunde ist also, du musst eigentlich raten. Du warst aber, guck mal, du warst so ein Mitarbeiter, dann habe ich dich gefeuert. Der Kunde ist König. Die 2 ist der Filialleiter. Und ich wollte nämlich auch den Kunden König machen. Und da habe ich gemerkt, fuck, da ist schon ein Kunde. Was mache ich denn jetzt? Aber geil war nicht, dass du dann dich von mir hast feuern lassen, obwohl du die 1 bist. So, jetzt du bist raus. Nee, du bist raus. Leute, wenn es euch scheiße geht, einfach mal den Chef feuern. Einfach mal knallhart den Chef. Ja, ich dachte, die 2 ist sicher der Kunde. Aber Kunde ist König, klar. Kunde ist 1. Nein, da darf ja im Baumarkt ist er ja nicht der Chef. Also im Baumarkt könnte trotzdem der kann ja nicht irgendwas. Ja, ich war offensichtlich auch nicht der Chef im Baumarkt. Man muss natürlich fairerweise sagen, welcher Kunde schmeißt denn im Baumarkt schon den Presslufthammer an, oder? Also ich war eine Bohrmaschine, die man hat ausprobieren können. Er hat zu Recht festgestellt, da ist was defekt und ihr seid nicht drauf eingegangen. Ja, weil ich der Kunde bin, das ist mein Problem. Dieser Mann, bist du CEO gewesen? So, was sind die Nummern jetzt? Ich hab gesehen, ich wollte zu ihm hingehen, sag mal, kümmere dich mal um die scheiß Maschine erstmal. Ja, 4. 4, 3. Wir haben es doch schon verraten. 2, 1. Ja, aber sehr gut nochmal. Aber gut, aber hätte ich denn irgendwie so alles aus der Tiernahrung sagen können oder so? Nein. Meine Güte. Weiter. Na gut. Endlich wieder Sitz. Nee, das geht hier schon nach Reihenfolge, Andreas. Es geht nicht nach Reihenfolge. Wir haben einmal geswitcht. Nein. Nein. Ich hab auch so. Haben wir wirklich? Ich bin immer du hier. Du hast dich falsch hingesetzt. Ich hab mich falsch hingesetzt. Sonst wäre Flo vor mir dran gewesen. Ich sitz hier. Nee, echt? Florentin, warst du wieder dran? So. Guck mal, dann sitzt Florentin nämlich hier. Das ist alles gut. Alter. Ich hab's schon gelesen. Ich auch. Ich nicht. Okay. Achso, ich nicht. Hast du gelesen, habe ich noch nichts. Was? Nein, es geht auch um die Zahl. Ja, die hab ich schon gelesen. Herzlich willkommen zu Rocket Beans TV. Mein Name ist Ingrid. C. Nee, das hat mir. Das hat mir gerade. Du musst Lust. Schon von dem richtigen Stapel nehmen. Hinterteil. Leute, komm, ey. Okay. Oh. Das ist natürlich. Okay, gut. Okay. Let's do this. Okay, fuck. Warte, gib uns 20 Minuten ich kurz. Aber willst du dich kurz hinsetzen? Cool. Vielleicht einmal kurz. Also, die Zeit läuft ab jetzt. Ach ja, dann gucken wir doch mal, was es heute gibt. Ist der kaputt? Soll der weg? I'm not entertained. Hallo. Oh fuck, was ist denn da jetzt los? Scheiße, hey, komm, du musst kämpfen. Hallo. Aufwachen! Das ist die lahmste Schule der Welt. Kannst du mal ganz kurz. Mal ganz ehrlich. Ganz kurz. Hallo! Ja, endlich mal! Jetzt gibt's ja mal Action. Nein, hier. Ich bin dafür nicht da. Das ist sein fucking Job. Aber ja, was stirbt denn der so schnell? Ja, ich will doch nicht zulassen, dass der hier. Ich hab keinen Bock, dass meine Tochter hier nicht entertained wird von dem. Ja, meine Fresse. Hallo! Hallo! Steh mal wieder auf und kämpf jetzt noch mal gegen ihn. Was ist das denn? Hallo! Reinke! Ohne Scheiß. Reinke! Ich bin nicht im Hof groß geworden, um mir diese Scheiße jetzt anzugucken. Da kann ich auch bei den Bauern rumhängen. Lars Rolle ist es. Soll ich ihm Fleisch geben? Soll ich ihm Fleisch geben? Ja, gib ihm irgendwas, dass er ein bisschen durchdreht oder so. Jetzt kämpfst du halt mal gegen ihn einfach. Nee, du kämpfst jetzt gegen ihn. Mein Zeitpunkt ist gekommen. Los! Kämpf jetzt gegen ihn! Ich kann endlich kämpfen! Okay, ist Zeit abgelaufen, Herr Kambocke. Was machst du denn? Doch. Also, ja, darf ich sagen. Nee. Also, das ist
hoffentlich eine Art Kolosseum. Wir waren wieder im Baumarkt, sagen wir es mal. Ja, war das ein Kolosseum? Gladiatorenkampf, ja. Es war weird, weil du im Hof groß geworden bist, so im römischen Hof. Nein, 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 mein Freund. So. Dann du warst die Leiche. Ja. Du, also warst du irgendwie ein toter Gladiator, weil du wahrscheinlich keine Lust hattest, dich zu bewegen. Richtig. Dann bist du offensichtlich. Also du hättest natürlich auch einen Gladiator spielen können. Dann bist du offensichtlich. Dann bist du offensichtlich ich bin toten Gladiator. Dann bist du offensichtlich die Vier. Richtig. So. Aber was ich aber dann interessant fand, war Lars' Rolle, aber zu der komme ich gleich, weil du warst die Nummer 3, weil du warst ein Tier. Ja, man muss aber welches sagen. Welches Tier ist denn unter einem Menschen? Ja, man muss sagen, ich war ein sehr ranghohes Tier, ne? Das war der Gedanke bei mir. Ah, du warst also ein Zwei. Löwe. Was? Aber deine Rolle so, oh, ich darf kämpfen. Du warst dann irgendwie eigentlich der Wart, der aber dann Lust hatte, selber auch mal. Wollte selber auch mal ran. So ein Freelancer. Das ist immer der Wart. ich darf auch mal kämpfen. So, also, weird shit. Und du, mein Freund, warst Cäsar. Wahrscheinlich der große, auf dem Hof groß gewordene ja. König. Also die Ränge nochmal? Das ist weird. Also, dann gut, du bist Rangho ist hier auf der 2. Hat er doch schon alle gesagt. Genau, du bist, hat das schon richtig gemacht. Du bist die 4, du bist die 1 und du bist... Perfekt, gut gelöst. Aber ich fand es ehrlich gesagt schwierig. Ist der Gladiator wirklich der Rang und niedrigste? Habe ich ja, aber der Tod ist schon. Nein, der ist noch über dem Sklaven, aber... Halt ja, aber ein toter Gladiator ist schon ziemlich weit. Ich war der Zulieferer vom Gladiator. Ich war bis jetzt immer nur 1. Der Tierwächter. Ich war nicht einmal was anderes als 1. Ich war auch schon mal 1. Ja, aber da war ich, saß ich da. Da war ich auch beim Orchester, aber... Da warst du in einer anderen Location, ja. Und da warst du der King. Ich bin immer Chef. Ah ja, okay. Warte, ich war ich muss auf jeden Fall warten, bis die Zeit abgelaufen ist, ne? Ja. So oder so. Alles klar, dann. Warte, ich weiß nicht. Warte doch mal, du Stinker. Ich hab voll vergessen, welche Zahl ich hatte, aber. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Hast du C wenigstens jetzt auch? Ja. Okay. Und bitte! Nee, ich geh hier hin, du Affe. Ist das Jahrhundert egal? Hallo, Ruhe! Entschuldigung. Ja. So, nee, dann sitze ich falsch, wenn du da sitzt. Was willst du machen? Mein Leben ist sowieso schon vorbei. Ja, und dann hat er ihm gesagt, ich will ihn aber. Einspruch-Suggestivfrage. Nein, das stimmt nicht, abgelehnt. Gesagt, ich will ihn schlagen. Und dann hab ich gesagt, echt? Und ich hab gesagt, er soll nicht. Und er so, ja, ich schlag ihn jetzt. Das ist ja nicht, oder was? Hinsetzen! Na, Ruhe! Ja, am Ende. Hinsetzen! Es war schon seine Schuld. Bist jetzt mal still. Es war schon seine Schuld. Sie fort. Es war schon seine Einspruch, der Mann ist dumm. Er ist nicht dumm, abgelehnt. Was hast du zu meinem Kumpel viel gesagt? Klapp mal rein, Ruhe! Er war's. Ich glaube, er war's. Er war's. Also, ich will nicht sagen, er war's nicht. Eigentlich war's nicht. Er war's nicht, seine Frau war's. Seine Frau hat ihn einen Mörderball genommen. Nein! Er hat ihn nicht gemacht. Ey, du Mann! Entziehen! Was? Soll ich sagen? Noch was er kriegt für eine Strafe? Im Gericht? Ja, war das nicht schon Strafe? Also, genug es war gerade? Auf jeden Fall Gerichtssaal. Gunnar war der Richter mit die 1. Ich bin immer die 1. Andreas war der Anwalt mit 2. Und Aurel und Lars waren die Angeklagten. Ich würde sagen, Aurel 3, Lars 4. Ich war der Zeuge, meiner Meinung nach. Ja. Offensichtlich. Aber die Reihenfolge hat bestimmt. Ich war auch erst später aufgefallen, ja. Ich habe gesagt. Das erste Mal. Ja, aber das war ja ungefähr Zeugenstand Gina-Lisa-Prozess, oder? Es hätte ja auch ein normal redender Mensch sein können. Ich finde, da haben sich tolle Figuren ergeben. Manchmal ergibt sich auch im Spiel sowas und dann geht man einfach mit dem Flow. Ich finde, hier ist das ganz Feines entstanden. Auch eine hauchzarte Kritik am deutschen Justizsystem. Für mich hat die Szene von vorne bis hinten funktioniert. Ich bin zufrieden. Dankeschön. Danke, Florentin. Geil. Ah, geil, ey. Ey, die Lob von dir ist auch immer mehr ein Doppelwert irgendwie. Ich hab schön. Da denkt man so, du machst so tolle Sachen und dann kriegt man Lob von dir, ist echt schön. Echt toll. Schön, das finde ich echt schön. Ich war immer nur 1 bis jetzt. Was ist das denn? Die Nummer 1 im... Was? Die Nummer 1. Im Norden. Ich kenne mich nicht. Und mehr. Bitte. Okay, die Freiheitsstatue steht da. So, wer kümmert sich jetzt hier um die Scheiße? Ich mach's gleich sofort, ja? Ja, die Freunde rennen noch raus. In die Pause gehen. Schön, kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Sie brauchen dringend Hilfe, wenn ich das so richtig sehe. Okay, ja, okay, nach eurem System. Ja, gerne. Wie nach unserem System? Gefällt Ihnen das System nicht? Ja, ich finde es. Möchten Sie einen Rabatt? 5%, 10%? Nee, können wir heute. Diesen Monat. Ganz ehrlich. Diesen Monat nicht. Keine Rabatte. Also, dann einmal 5% Aufschlag, 10% Aufschlag. Möchten Sie einen Rabatt, wäre jetzt mal. Rabatt? Nein. Möchten Sie einen Rabatt? Nein, danke. Möchten Sie einen Rabatt? Entschuldigen Sie, wie viel verdienen Sie denn im Jahr? Nein, ich bin hier vom. Ich würde Ihnen gerne. Was? Das ist ein Testkäufer? Ich weiß nicht, wie das ist. Also wir haben eine Marke, wir haben die etabliert.
Wir würden gerne die jetzt Okay. auf den Markt bringen. Ach so, ja. Also, gehen Sie mal zu meinem Kollegen. Und, wie viel bekommen Sie denn? Wie viel bekommen wir denn? Also wir haben, wir können Ihnen 2 Milliarden von diesen Sachen anbieten. Was war das? Ja, im Modegeschäft? Ja. Du bist die Schaufensterpuppe, eindeutig Nummer 4. Ja. Du warst Nummer 3. Ich habe die Lösung für unser Kunde das König-Problem gefunden. 1. Ich habe die Lösung für unser Kunde das König-Problem gefunden, denn ich war ein Vertreter. Ja. So. Sehr gut. Aber hat sich auch plötzlich geswitcht. Du warst ja sicher, möchte ich vielleicht doch ein bisschen Mode kaufen? Hast gemerkt, nee. Nee, ich bin der Vertreter. Ich doch Sachen verkaufen. So, und das wäre auch im Baumarkt die Lösung geworden. Wenn du nämlich der Vertreter von einer schlechten Bohrmaschinenfirma gewesen wärst, wärst du automatisch die Nummer 3 und der Kunde wäre eigentlich noch die Nummer 1, aber die war gar nicht vor. Es war gar keine Kunde da. So. Ich finde es gut, dass Auré im Nachhinein immer so sein Genie noch mal erklärt. Ja. Ist einfach, warum ist so verdammt gut gelaufen? Ich muss mich auch an irgendwas festhalten. Ich wollte auch irgendwie eine ganz exklusive Mode bieten. Ich habe auch sonst nicht. Wir Jahreseinkommen plus 100.000. Nee, komm, ich habe auch gemerkt, dass ich eigentlich an meinem letzten Tag da war, so wie du dich mir gegenüber verhalten hast. Ja, ich war kurz davor, dich zu feuern, aber man kann nicht immer die 1 ziehen und dann die Leute feuern. Doch, das war auch ein bisschen lame. Das stimmt. Okay. Ich will mal was kann ich mal was vorschlagen? Ja. Können wir nacheinander die Rollen einnehmen? Weil dann muss man nämlich sich einsortieren in die... Nee, hallo. Das finde ich geil. Hallo. Das finde ich spannend. Das, nee. ist ja darauf zu reagieren, weißt du? Ja, aber das ist es ja, weil dann musst du nämlich dich einsortieren, drüber oder drunter. Und go, bitte. So, dann wollen wir mal wieder den Rekord holen, wa? Florentin macht sich so ein. Meine Scheißbahn hier. Kleiner Junge, es ist meine Scheißbahn. Ich hole jetzt den Rekord. Achtung. Schon wieder ein Strike. Wo sind denn die Ladies? So, mach den Scheiß mal hoch. Ist Golf? Du darfst gleich weiterspielen, kein Problem, kleine Maus. Hey, danke. Ich wollte zum ersten Mal das probieren heute. Ja, ja, aber nicht hier heute, nicht hier. Ich bin hier. Habt ihr noch eine andere Bahn? Unsere Aufteilung so, habt ihr noch eine? Und zack! Boom! Schon wieder ein Strike. Okay, pass auf, dann machen wir es anders. So. Und dann nehme ich ihn nochmal hier. Achtung, warte. Und? Oh nee, wir müssen noch kurz warten. Und? Und yes! Wieder mal alle getroffen. Stopp. Ich bin einfach so gut. Florentin, ich glaube, wir haben zwei Scheiße. Also, dass wir im Bowlingcenter sind, ist ja klar. Also nicht mit gerechnet, dass man da noch runtergehen kann eigentlich. Zwischenzeitlich, beziehungsweise zum Schluss, hatten wir 3 Gegenstände. Aber hat sich auch geändert bei dir, ne? Du warst erst der gute Kumpel und dann die Kugel. Der Kunde war oder ein Mitspieler, der halt ausspielen wollte, der dann irgendwann zur Bowlingkugel wurde. Ja. Und ich finde ja, man kann nicht 2 Gegenstände haben, weil es gibt keine Rangunterschiede bei Gegenständen. Auf jeden Fall. Doch. Haltet eure Schnauze. Sofort auf der Platz 1 ist Gunnar der Bowling-Champ. Auf Platz 2 ist Andreas, der irgendwie Kunde ist oder halt auch irgendwie gerne spielen möchte. Dann haben wir 2 Gegenstände. Einmal eine Bowlingkugel und einmal das Gerät, das die einen Bowlingpin und einmal das Gerät, das es wieder aufstellt. Ja, und deswegen sage ich mal, Bowlingpin ist schon 4. Ja. Weil er sich auch als allererstes als Gegenstand geoutet hat und du bist Platz 3. Ich bin das Gerät, das die Kugeln wieder aufstellt. Sehr gut. Ja, ich musste auf Kugel umswitchen, weil was. Warum? Ja, weil 1 ist irgendwie der Chef von dem Ding. Ich wollte nicht immer Chef sein, ich wollte immer nur 1. Wenn du die 1 bist, kannst du nicht Champ. Bowling Champ ist der Bowling Champ. Man hätte auch sagen können, dass die Kugel die 1 ist. Ne? Also der Bowling Champ ist ja wohl also Nummer 1 auf jeden Fall. Spielen können. Ja, da sitzen sich jetzt hier auf diesem Couch. Schon wieder? Cool. Ja, weil wir immer willkürlich durchwechseln. Der Bowling Champ ist auf jeden Fall der Champion. Ich vergesse jedes Mal. Prickelnd. Prickelnde Unterhaltung. Auf die Plätze. Warum steht. Florian, setz dich auch mal wie die anderen, weil du nimmst immer dann zu früh deine Position. Ach so, Entschuldigung. Ein. Also man muss. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. So. Ja, bitte? Schauen Sie mal, das ist. Ja. Hallo, also ich habe hier ganz viel Zeug, ich kaufe hier so einen Scheiß. Möchten Sie was? Okay. Irgendwie? Was Größeres? Aber ich habe alle. Ich hab 3 Turtles-Figuren. Mir fehlt nur Donatello, aber die anderen 3 sind total gut erhalten. Ja, hier, ich hätte noch Donatello da. Ich sehe hier 3 Turtles. Wollen Sie aber sonst? Ich sehe keine Miete für diese Scheiße. Hey, warte, bei euch ist gerade ein Problem. Hier sind 3 Turtles. Mhm. Ich habe keine Miete für die Scheiße bekommen, deswegen kommt die jetzt gleich weg. Aber ich habe mich angemeldet. Gibt ihr noch 10 Minuten? Ich habe den Zettel ausgefüllt vorne an der Rezeption. Du hast 2-3 Töpfe Zeit, die ich kaufe. Töpfe. Und dann bist du raus. Ja. Was? Kann ich ich habe hier ich hab mehrere Stände und möchte das gerne... Ah, Fuchs. Okay, und
ihr beide streitet euch gar nicht? Das ist doch scheiße, ich habe den Zettel ausgefüllt und dann kommen sie an und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Bin ihr seit mehreren Jahren. Kannst du mal auf hier zu randalieren, sonst kommen sie nie wieder. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Im nächsten Jahr sind sie weg. Das kann ich dir sagen. Und dann kannst du Susi nicht mehr bezahlen. Mal gucken, wer hier noch einen Bock hat, bei ihnen dabei zu sein, wenn sie dann so die bürokratische Scheiße machen. Die Leute sind Schlange. Hier liegt seit 8 Töpfen bin ich hier und hier kommt nur die Scheiße von Ihnen. Vor 8 Töpfen habe ich Ihnen gesagt, dass Sie Ihre Schnauze halten, wenn Sie noch mal meinen. Mit meinen 8000 Töpfen muss ich nicht hierher kommen und mir sowas von Ihnen geben. Frag doch mal ihn! Das fragt er ihn. Ich würde gerne noch mehr Standmiete bezahlen. Das ist viel zu gut. Sehr gut. Das ist nämlich mein Mann. Das ist ein Mann und der kriegt jetzt nämlich Ihren Stand mit. Und die Töpfe-Figuren gleich mit. Eduard, was bist du für ein Monster geworden? Tello! Das ist richtig eskaliert. Sag mal! Ist es immer noch wegen der Blondine? Wenn du noch einmal Donatello anrührst, jetzt heben wir mal wieder den Scheiß, die Nummer 4 hier auf. Das ist immer. Das ist mein Nummer 4 hier. Gut, das reicht jetzt auch. Klassisches Szenenende, so ein Film endet mit. Ah, das reicht jetzt hier auch, komm. Okay, das war sehr, sehr schön. Ich hatte viele Emotionen, es war viel Aktion dabei. Und jetzt möchte ich mal in die Einzelkritik gehen. Das Lob erstmal. Danke. Also, ich möchte gerne bei der 4 anfangen. Ich hoffe, dass die 4 der Tisch ist. Du, Gunnar. Gut. Mach nicht die 4 mal. Ja, endlich mal die 4. Sehr schön. Toll. Florentin, du hast dir lange überlegt, welche Rolle nimmst du ein. Du hast dich entschieden, ein Verkäufer zu sein. Die Nummer 3. Das Problem war natürlich, dass er auch ein Verkäufer war. Und ihr dann natürlich aber mit eurem Improvisationsgespür rausgefunden habt, dass ihr euch anders einsortieren müsst. Du warst eine Art Verkäufer, der zumindest die Standmiete gezahlt hat und mehrere Stände hat. Deshalb würde ich dich gerne auf die 2 setzen und dich, Florentin, auf die 3. Yeah! Geil! Ja, und da bleibt eigentlich nur noch der aggressive Vermieter des Flohmarkts. Ein richtiger Hurensohn. Mit Zeltweg. Wer kein Geld zahlt, bin ich da müssen alle, oder? Nee, Florentin muss jetzt raten. Auf der 1. Oh. Oder? Ich weiß nicht. Ja, Florentin muss jetzt zweimal raten. Jetzt schon. Ja, Florentin muss raten. So nichts mehr mitziehen. Jetzt wird zugeteilt. Ja. Sehr gut funktioniert. Wo finde ich die andere Karte? Hier? Ja. Okay. Ja, sehr gut. Oh Gott, das wird rassistisch. Boah. Ich freue mich. Und bitte! Oh Gott. So. Dann mache ich mal hier noch. So. Ich habe jetzt hier eine Kokosnuss, habe ich jetzt schon mal. Wait! Achso, nee, halt falsch. Ah, nee, anders. Nee, auch nicht. Warte mal, du hast eine Kokosnuss, ne? Okay. Ja. Okay, ach, bin ich Flohmarkt? Au, au, au. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht sollten wir dieses Flugzeug mal Hilfe bitten. Hier sind wir doch! Hier sind wir doch! Hallo! Entziehen! Ich weiß überhaupt nicht, was ich gemacht habe! Ich bin wieder von Aurelio verwirrt. Ich weiß überhaupt nicht, wer welche Nummer hat. Ich gar auch. Nicht. Nee. Ja, Leute, es ist auch nicht einfach. Das hier bin ich mir nicht ganz sicher. Was das sollte. Wenn ich so fängt an, du hast eine Kokosnuss, okay. Also, Andreas war ein Flugzeug, Lars und Aurel waren jeweils Affen. Wobei Aurel am Anfang noch Tom Hanks war, der Gestrandete mit Wilson. Sich dann aber entschieden hat, dass ein Affe besser in die Szene passt, obwohl es schon einen Affen gibt. Eben. Aber gut, auch das aber ich war auch erst Dieb, muss man dazu sagen. Und dann wurde ich war Pirat, dann Dieb, dann Affe. Klassische Werdegang. Ich war ganz kurz auch mal Löwe, muss ich auch noch dazu sagen. Und Gunnar natürlich der Gestrandete auf der einsamen Insel, auf der verlorenen Insel. Ja. Der aber überhaupt nicht weiß, was er da macht. Also auch das Flugzeug. Wo, also, ja, das frage ich mich auch. Ja, das kritisiert ihr jetzt, oder was? Ja, also. Das war mal kreativ, mal rausgehen aus der Szene. Mal eine neue Perspektive eröffnen. Was machst du? Ja, ja, ich bin der Typ. Aber was ist deine Denkweise in der Hierarchie? Natürlich ist es irgendwo die Rettung. Was musst du jetzt rausfinden? Es hat sich niemand als klare Eins positioniert, deswegen würde ich sagen. Eigentlich schon. 3 Leute nämlich. Deswegen würde ich sagen, war Andreas die 1 als das rettende Flugzeug. Dann würde ich sagen, Lars war die 4 als Äffchen
Und Aurel war die 3 als Affe und Gunnar die 2 als Gestrandete. Ja, das stimmt hin und vorne nicht. Ja, ich die Nummern stimmen, aber. Also, ich war die Nummer 1, also ich war erst, war, dachte ich, ich bin der Gestrandete. Als Affe? Pass auf, ich erkläre es euch. Ich war erst der Gestrandete. Aber dann hat er sich als der Gestrandete positioniert, dann wurde ich der König der Tiere auf der Insel. Und dann hat er mich extra noch. Dann habe ich ihn dann erstmal auf dem Boden und habe ihn unterdrückt und dann war ich erst so der Löwe. Und dann dachte ich, das ist nicht so bildlich und dann dachte ich, König der Tiere ist auch gut, wenn man mal ein bisschen. Aber könnt ihr nicht unter den Gestrandeten dann eine Rangordnung ausmachen durch Diskussion? Ja, aber dann habe ich ja einmal. Dann habe ich gedacht, so shit, einsame Insel, dann bin ich halt nicht der Einzige. Und ich hatte immer gehofft, dass einer zu mir rollt und sich als Wilson, als den Ball gibt. Aber ich dachte, aber er hat es gerade keiner. Ich würde sagen, man darf seine Rollen nicht mehr in der Szene ändern. Wenn man sich für was entscheidet, dann muss man versuchen, innerhalb der Rolle versuchen, die Relation klarzustellen. Weil das ist ein bisschen lame, wenn du einfach sagst, okay, oh, jemand anders hat schon die Rolle, dann springe ich umher. Das ist, glaube ich, ich würde sagen, ihr bleibt lieber in der Rolle. Aber ansonsten war das richtig, richtig gut. Naja, viel Gutes dabei. Da war schon viel Gutes. So, dann machen wir ganz kurz Werbung. So, wie die. Mach du. Nee, ich hab die. Also, wie es weitergeht, seht ihr nach der Werbung. Ja, ganz kurz Werbung.